Einsatz ein Arm abgerissen und die Beine zerquetscht wurden. Von den ausländischen Arbeitern, die normalerweise hier im Einsatz sind, heute keine Spur. Die wenigen, die auf die Felder fahren wollen oder dürfen nicht reden. Ein Freund des Verstorbenen bricht das Schweigen. Die Bedingungen sind sehr schlecht. Sie haben Sandmann für seine Arbeit dort immer sehr schlecht bezahlt. 3 bis 4 Euro pro Stunde. Wie kann man davon seine Familie ernähren? Sie behandeln uns wie Tiere. Das ist abscheulich. Statt den Notarzt zu rufen, überließ ihn der Chef seinem Schicksal. Satnam Singh hatte weder eine Arbeitserlaubnis noch eine Versicherung. Der Tod des 31-Jährigen hat in Italien die Debatte über den Umgang mit ausländischen Erntehelfern neu entfacht. Das muss uns sehr alarmieren, denn so etwas kann im Verborgenen jeden Tag überall passieren. Und das ist ein großes Problem des Systems, der Gesetze und der Kontrollen. Mensch, Europa. Gewerkschaften sind in der italienischen Landwirtschaft etwa 230.000 Menschen illegal beschäftigt. Ein Großteil der Produktion landet in Deutschland. Satnam Singh ist ein weiteres unschuldiges Opfer eines kriminellen Systems, das Menschen im Namen eines ungerechten Profits ausbeutet. Es handelt sich dabei nicht selten um moderne Sklaverei mitten in Europa, die die Preise für Obst und Gemüse an unseren Ladentheken so günstig macht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung. Für morgen ist eine Demonstration angekündigt für bessere Arbeitsbedingungen in der italienischen Landwirtschaft. Guten Morgen. Germany. Falls Sie letzte Nacht zwischen heute live, ZDF. Haben,